Nach dem 1:1 im ersten Entscheidungsspiel der dritten Amateurliga zwischen Arberia Pozza und Mühlwald könnte heute Burgstall im zweiten Match mit einem Heimsieg gegen die Talferstädter schon das Ticket für die zweite Liga lösen. Pokalgewinner Arberia steht hingegen mit dem Rücken zur Wand, braucht unbedingt mindestens einen Punkt, um weiter vom Aufstieg träumen zu können. Burgstall im blauen Trikot startet wie die Feuerwehr, 5. Spielminute. Die Abwehr von Arberia scheint noch in der Kabine zu sein. Clemens Pugliese spielt Sarfode an und dieser netzt sicher zum 1:0 ein. Nur 5 Minuten später, Einwurf Fode in den Strafraum zu Clemens Pugliese. Der setzt sich gegen Ibrahimi und Kullador und trifft zum 2:0. Was für ein Auftakt nach nur 10 Minuten für die Hausherren, schon mit 2 Toren. Arberia natürlich geschockt von diesem Horrorstart, versucht zu reagieren. 43. Minute, Simon Mitterhofer fault im Strafraum Sulo. Schiedsrichter Cazzato entscheidet auf Elfmeter. Schala verkürzt für Arberia auf 1:2 und darf wieder hoffen. Hoffnung, die aber gerade mal 2 Minuten anhält, denn in der Nachspielzeit gibt es nach diesem Foul von Schala auf Lukas Profunza auch einen Elfmeter für Burgstall. Clemens Pugliese läuft an und verwandelt souverän zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel wirft Arberia natürlich alles nach vorne. Die Hausherren lauern hingegen auf Konter. Wie hier in der 51. Minute mit dem langen Pass von Clemens Pugliese auf Fode. Die Abwehr der Bozner bleibt stehen. Fode schaut auf, flankt in den Strafraum zu Lukas Profunza, der mit dem Kopfball auf 4:1 erhöht. Arberia gibt aber noch nicht auf. In der 69. Minute will Walcher in der Burgstaller Abwehr befreien, spielt aber Hicker an. Sein Diagonalschuss passt genau, das 2:4. 3 Minuten vor Spielschluss, dann der Pass von Petulla auf Pugliese. Der überspielt auch noch Kamko und schießt das 5:2 für Clemens Pugliese. Das 3. Tor am heutigen Abend und das insgesamt 15. der Meisterschaft. Dann noch dieser Freistoß von Schala auf den Kopf von Kulla, das 3:5. Und dabei bleibt es auch. Burgstall steht als Aufsteiger in die zweite Amateurliga fest. Arberia hat nur mehr eine Minimalchance. Am Mittwoch spielt Burgstall in Mühlwald. Super Spiel gemacht, wir sind gleich super reingekommen. 2 Tore gemacht. Besser kann es nicht gehen, haben wir eins gekriegt, ein Elfer, Bläder. Passiert, dann haben wir wieder vor der Halbzeit einen Elfer gekriegt und innen getan. Dann haben wir wieder einen Vantage gehabt und die zweite, Scheiße, haben wir uns gemacht, wir haben wieder nachgesetzt. Und ja, Mittig gegen Mühlwald vorm raus, halt mit der gleichen Einstellung. Wir haben eine super Saison gemacht, wir wollen gewinnen und wir schenken nicht. Wir schauen ab, das zweite auch zu gewinnen, dass wir sein. Wir wollen neu gewinnen, das ist wichtig, jetzt haben wir es geschafft. Zweite Liga, wir kommen, wir freuen uns auf nächste Saison. Super Spiel gemacht, wir sind gleich super reingekommen. 2 Tore gemacht. Besser kann es nicht gehen, haben wir eins gekriegt, ein Elfer, Bläder. Passiert, dann haben wir wieder vor der Halbzeit einen Elfer gekriegt und innen getan. Dann haben wir wieder einen Vantage gehabt und die zweite, Scheiße, haben wir uns gemacht, wir haben wieder nachgesetzt.
Und ja, Mittig gegen Mühlwald vorm Rause, halt mit der gleichen Einstellung. Wir haben eine super Saison gemacht, wir wollen gewinnen und wir schenken nicht. Wir schauen ab, das zweite auch zu gewinnen, dass wir wollen gewinnen, das ist das Wichtigste, jetzt haben wir es geschafft. Zweite Liga, wir kommen, wir freuen uns auf nächste Saison.